Der Kampf um den Formel 1 Weltmeistertitel ist oft bitter. Doch manchmal entscheidet sich alles in einem einzigen letzten Rennen. Heute werfe ich einen Blick auf 5 unglückliche Fahrer, die den WM-Titel im letzten Rennen verloren haben. Momente voller Drama und natürlich auch voller Spannung. Felipe Massa ist das wohl bekannteste Beispiel für einen Fahrer, der den WM-Titel im letzten Moment verloren hat. 2008 in Sao Paulo lieferte sich Massa ein packendes Duell mit Lewis Hamilton. Als Massa die Ziellinie als erster überquerte, war er für wenige Sekunden Weltmeister. Doch nur Augenblicke später sicherte sich Hamilton in der letzten Kurve den entscheidenden 5. Platz, indem er einen Timo Glock überholte und schnappte Felipe Massa den Titel weg. Dieser Moment bleibt als einer der dramatischsten in der Formel 1 Geschichte in Erinnerung. Fast 13 Jahre nach dem Drama von 2008 erlebte Lewis Hamilton im Jahr 2021 in Abu Dhabi eine ebenso schmerzhafte Niederlage wie einst Felipe Massa im Jahr 2008. Der 7-fache Weltmeister war auf dem besten Weg, seinen 8. Titel zu holen, als eine späte Safety-Car-Phase das Rennen auf den Kopf stellte. Beim Neustart der letzten Runde nutzte Max Verstappen die Chance auf frischeren Reifen und überholte Lewis Hamilton, um sich den Titel zu sichern. Die Kontroversen rund um die Entscheidungen der Rennleitung machten dieses Finale zu einem der umstrittensten in der Formel 1 Geschichte. Alain Prost verlor den WM-Kampf 1984 auf wirklich herzzerreißende Art und Weise. In einem der knappesten Finals der Formel 1 Geschichte kämpfte Prost gegen seinen McLaren-Teamkollegen Niki Lauda um den Weltmeistertitel. Prost gewann das letzte Rennen in Portugal, doch Lauda, der trotz technischer Probleme den 2. Platz erreichte, sicherte sich den Titel mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem halben Punkt. Ja, mit einem halben Punkt nicht Weltmeister zu werden, ist wirklich ziemlich schmerzhaft. Diese bittere Niederlage spornte Prost in den folgenden Jahren aber an. Doch das Jahr 1984 bleibt für ihn höchstwahrscheinlich eine sehr schmerzvolle Erinnerung. 1986 in Adelaide war Nigel Mansell kurz davor, Weltmeister zu werden. Der Brite ging als Favorit in das letzte Rennen. Doch ein Reifenplatzer auf der langen Gerade machten seine Träume zunichte. Während Mansell mit seinem beschädigten Williams ausrollte, sicherte sich Alain Prost den Weltmeistertitel. Für Mansell war es eine herzzerreißende Niederlage, zumal er zuvor eine beeindruckende Saison gefahren war. Es war ein Moment, der ihm für immer in Erinnerung bleiben sollte. Kimi Räikkönen erlebte im Jahr 2003 in Suzuka eines der engsten WM-Finals der Geschichte. Räikkönen trat gegen Michael Schumacher und Juan Pablo Montoya im Titelkampf an, obwohl letzterer eigentlich keine richtige Chance mehr auf den Titel im letzten Rennen hatte. Trotz einer beeindruckenden Leistung während der Saison reichte ein 2. Platz nicht aus, um Weltmeister zu werden. Er musste das letzte Rennen tatsächlich gewinnen. Doch am Ende schaffte er es nicht, Weltmeister zu werden, und mit nur 2 Punkten Rückstand musste sich der Iceman geschlagen geben. Die Saison 2003 war eine der spannendsten, und Räikkönens knappe Niederlage zeigte, wie unbarmherzig die Formel 1 wirklich sein kann.